Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, wir haben im letzten Part die letzte Maske eingesetzt und haben erfahren, dass der Schlund durch Lily freigesetzt wurde und er halt nur wegen ihr hier rumgerannt ist, aufgrund ihrer Trauer und Wut gegenüber Marianne und ihrer Familie. Und ja, jetzt sind wir unten in dem Keller und suchen theoretisch nach Lily. Wir haben erfahren, dass Marianne im Koma war und deswegen sich an nichts erinnern konnte. Ich gehe immer noch davon aus, dass die Mutter wahrscheinlich bei der Geburt gestorben ist, deswegen eben auch dieses, meine Mutter, sie hat mir meine Mutter genommen, so. Und des Weiteren hat Thomas irgendwas vorgehabt, um sie zu retten, um Lily zu retten. Und brauchte dafür seine Geisterpersönlichkeit wieder. Was auch immer er getan hat, es ist anscheinend nicht gut ausgegangen. Oder es hat genau funktioniert, man weiß es nicht. Aber, ja. Genau, wir haben des Weiteren auch hier hinten eine Geheimtür gefunden mit einem Keycode. Und ich habe zwischen den Folgen, beziehungsweise eigentlich ist mir das relativ direkt nach der Folge schon eingefallen, in dem Moment, wo ich ausgemacht habe, dass ich dumm bin. Denn tatsächlich hatte ich ja die Idee, so, ach ja, hier, guck mal, der hat es dann gekauft und 10. Jahrestag, dann packe ich 10 drauf. Nein, ich muss 10 abziehen natürlich, weil der Originaltag, wo diese Uhr gekauft wurde, und dann wurde sie 10 Jahre später nochmal neu gekauft. Dementsprechend ist es nicht 1986, sondern 1966. Also, ne, was ich gesagt habe, 1986 hätte ich ja gedacht. 1976 wurde es hier gekauft. 10 Jahre vorher, 1966. Und es ist tatsächlich der richtige Code. Wunderbar, okay. Das war ein bisschen, da hatte ich einen kleinen Brain-Lag beim letzten Mal. Aber das ist schon okay. Untersuche das rote Haus. Dann wollen wir das mal machen. Finde einen Weg durch den Untergrund. Er speichert wieder, das finde ich mir nicht gut. Oh, bitte lass den Stund nicht wiederkommen. Och, nein. Och, nein. Nein, 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 nein. Weiß ich nicht. Mann, ich will nicht mehr und ich kann auch wieder schleichen, ich kotze. Warum kann diese Scheißbiene nicht einfach verschwinden? Ich hasse dich. Trennung. Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Sie würden es nie verstehen. Sie könnten mir nicht vergeben. Aber sie sind sicher. Das ist alles, was zählt. Trennung. Das ist der einzige Weg. Okay, er hat wahrscheinlich Marianne und Lillian voneinander getrennt. Das meinte er mit Trennung. Okay, da brauchen wir ein bisschen Kraft. Aber wo kommen wir die her? Das ist die Frage. Wahrscheinlich wieder die schreckliche Abenteuer mit unserem Schlund. Was ist dieser Platz? Some sort of a Fallout Shelter? Apparently. Was
ist das? Achso. Achso. Ich habe gerade gar nicht auf die Geisterwelt geachtet. Natürlich. Mit dieser Haut, auch. Ich sehe das Vieh auch gleich schon wiederkommen. Ich kotze schon wieder einfach. Ich will nicht mehr. Ich bin sehr interested darin, was hier alles abgeht, aber ich will, dass das Vieh geht. Aber ich denke, solange Sadness existiert, solange wir existieren, vielleicht solange wir beide existieren, gibt es das Ding? Maybe. I don't know. Ich kann es nicht sagen. Ich meine, es wurde die Sadness, also das Lillys Trauer und Wut erschaffen. There. That looks like a way out. But it's half underwater. Okay. Wie man es wieder los wird, keine Ahnung. Gut, schwimmen gehen sollten wir vielleicht nicht. Möchtest du, glaube ich, auch nicht in dem Wasser? Energie. Das könnte eine Idee sein für später. Maybe I could pump out the water from here. Pumpe das Wasser ab, um den Weg frei zu machen. Okay. Okay. Let's get a lay of the land. Mhm. Hoffentlich muss ich jetzt nicht wissen, welches davon was ist. Weil ich habe keine Ahnung, welche wir abpumpen müssen. Oh, selbstverständlich muss ich das wissen. Natürlich. Pumpmechanismus, Steuerung, Wasserstandsanzeige, misst den Wasserstand in der jeweiligen Kammer, Wasserflutsrichtung, ändert die Wasserflutrichtung, startet die Wasserpumpe. Central Channel ist wahrscheinlich. Ugh, out of juice. Schon. Because of course it is. Natürlich. Ein Relikt der Vergangenheit. Als wir zum ersten Mal über das Gelände stolperten, dachten wir, dass es sich nur um einen altdeutschen Bunker handelte. Ein paar Korridore, vielleicht ein paar alte Vorräte. Nach 2 Wochen Ausgrabungen wussten wir, dass das alte Schnauzbärtchen große Pläne für diesen Ort gehabt haben musste. Ein ganzes System von unterirdischen Tunneln. Stahlbetonwänden, das komplette Programm. Er wollte sich wohl einen kleinen Rückzugsort im Wald bauen, falls die ganze Sache mit der Herrenrasse nicht klappen sollte. Die Roten taten, was sie am besten könnten. Ach so, okay. Ich verstehe, wer mit Schnauzbärtchen gemeint ist. Die Roten taten, was sie am besten können. Sie rissen es sich unter die Nagel. Sie wollten es in einen vollwertigen Atombunker umwandeln. Brachten sogar das Stromnetz zum Laufen. Aber weiter sind sie nicht gekommen, bevor der Turm von Niba in die Hose ging. Der Traum von Niba in die Hose ging. Zu meinem Glück war die ganze Sache streng geheim. Und ich habe dafür gesorgt, dass es auch so bleibt. Soweit ich weiß, starben die meisten Menschen, die davon wussten, bei dem Massaker. Ich würde es nicht gerade einen Silberstreifen nennen, aber trotzdem. Wenn etwas schief geht, haben wir einen Ort, an dem wir uns verstecken können. Sympathisch. I don't like it here. Ach so, und da brauchen wir das Ding, okay. Da will ich nicht wieder raus.
Okay. Moment, das heißt, wir müssen den West Chamber. Oder? Oder ist es Central? Hold on. Kurz mal checken, wo wir es überhaupt abpumpen müssen. Nummer 1. Ist das? Central? Ist das? Was ist das? Für ein Chamber hier. Kann man das lesen? Nö. Ah doch, hier ist achso, das West Chamber und wir müssen. Ah ne, warte, wir müssen hier abpumpen. Aber was ist denn das hier? Für ein Chamber. I don't know. I have no idea. Da steht auch nichts. Da ist der Strom. Ach so, ach, jetzt können wir den Strom wieder anschalten und dann umdrehen. I see, okay. Deswegen haben wir die Tür geöffnet. I see, I see, I see. Verstanden. Nach hinten. Was ist das hier? Verwirrend. So riesige, enge Gänge. Grauenhaft. So ein Leben in einem Bunker muss auch einfach sehr uncool sein. Okay. Wie funktioniert die Kacke jetzt? Kann ich da noch was einschalten? Also Strom müsste ja an sein. Eigentlich. Measure water levels in given chamber. Ja. Water flow direction switches direction of water flow. Aber es ist kein Strom drauf. Aber warum ist kein Strom drauf? Ich habe gerade schon wieder angemacht. Now I'm confusion. Eigentlich müsste ja Strom drauf sein. Eigentlich. Ja, das ist unvorteilhaft. Ich meine, gut, wir müssen wahrscheinlich hier noch den Strom freischalten. Allerdings, wird ja halt ein bisschen schwierig, wenn wir unser Dingchen haben. Wo wir nichts machen können. Denn ohne Energie wird das ziemlich schwierig, irgendwas zu machen. Rausgehen wäre ein bisschen schwierig. Ich bräuchte eine Geisterwelle, aber wo bekomme ich die Energie dafür her? Also ich sehe jetzt hier auch keinen Schrein oder so, wo irgendwie so Energie aufgeladen werden könnte. Wow.
Ist das so irgendein Weg, den ich übersehen habe? Maybe? Oder bin ich einfach dumm? Ja. Ach, warte, hier geht's lang. Ah. Ich sehe. Ah, und da ist die Energie. Wunderbar. Sehr gut. Jeder Schritt ist einfach pure Angst, dass dieses Ding wieder auftaucht, ne? Ich traue dem Spiel das einfach zu, dass so, hey, random, hallo, guten Tag, hier ist er wieder. Euer guter Herr Schlund, da kam ich ja. So, jetzt aber. Jetzt wird hier aber Strom gelegt. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ja, sehr schön. Yes. It's on. Shit. Looks like both retention tanks are closed off. Natürlich. Maybe I could get down there and open them manually. And how am I supposed to do this? Ich habe jetzt gerade die Central Chamber leer gemacht, ne? Das müsste ja dann wahrscheinlich, da wo gerade die 1 war. Correct? Oh Gottes Willen. Komme ich da nicht rein? Ach, weil das Ding aufgefüllt wurde. Ah, ich bin dumm. Okay. Ja, gut, das ist natürlich unpassend. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Und da komme ich nicht raus, ne? Da wird wahrscheinlich der Strom noch laufen. Absolutely. Fantastisch. Okay, dann wird das auf jeden Fall... West Chamber müsste geleert werden. Okay. Okay, sehr gut. Och nein. Da läuft er. Hallo. Not for me. Not for me. Where would you be? What? You owe me. Das will ich jetzt nicht sagen. Boah, hab ich keinen Bock, da runter zu gehen. Das ist ja wirklich unfassbar, wie wenig Bock ich habe, diesem Scheißfieber entgegenzukommen. Nee, ey. Wirklich so wenig Bock dahin zu gehen. Mist. Das war verschwendete Energie, okay. Sorry. Was leuchtet das denn da so? Okay. Ach, das ist... Okay, jetzt runter. I didn't see that. Okay. Ich brauche kurz meine Energie. Da komme ich halt nicht dran, das ist das Problem.
Weil die. Warte mal, kann ich da so dran? Kann ich so um die Ecke laufen? Nee. Oh, ist das nervig. Muss ich jetzt den ganzen Weg. Oder kann ich auf der anderen Seite runter? Jetzt irgendwo. Warte mal, das war doch. Stopp, stimmt. Die Energie war doch da vorne, oder nicht? Wenn ich jetzt hier um die Ecke laufe, richtig? Ja, genau, okay. Gut. Das Ding ist zu. Ich weine gleich. Okay, wollen wir mal die Energie wieder aufladen gehen, ne? Wir werden das Ding hier erstmal umsetzen, so, das wieder voll machen. So, wunderbar. Dann gehen wir hier rüber. Hey. Na. Achso, shit, das ist wieder. Das ist ja wieder zu. Oh mein Gott, ich hasse alles. Stimmt. Moment, wie komme ich denn da rein? Hä, wo waren die denn? Wo war das Wasser denn vorher? Das war. Nee, das war doch. Ach, das war zur Hälfte gefüllt, deswegen. I see, ich bin dumm. Okay. Mach wieder Hälfte. Okay, egal. Ich würde erstmal sagen, ich mache erstmal für diesen Part hier einen Cut von The Medium. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und werden hoffentlich dieses Pump-Rätsel hier irgendwie lösen. Und bis dahin sage ich ciao.